Ich glaube, die meisten von uns sind momentan immer noch im Homeschooling. Und wie ihr mich kennt, bin ich natürlich Queen of Routinen. Und deswegen dachte ich mir, ich muss nochmal eine Homeschooling-Abendroutine machen. Und hier ist sie. Viel Spaß dabei. Aber bevor wir anfangen, hier noch kurz das Shoutout of the Day. Vielen Dank für deine Unterstützung. Falls du auch gegrüßt werden möchtest im nächsten Video, kannst du einfach sehr gerne einen Screenshot posten von dem Video, was du hier gerade guckst. Und das in deine Instagram-Story posten und mich dabei verlinken. Und vielleicht wirst du ja im nächsten Video dann hier auch gegrüßt. Aber jetzt viel Spaß bei dem Video endlich mal. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr immer so Schluss habt. Bei mir ist es meistens so um 15.30 Uhr, beziehungsweise jetzt halt 16 Uhr. Und das allererste, was ich mache, ist meine Geräte auszuschalten, also mein Laptop und mein Handy, da ich dann ja sowieso schon so viel Zeit daran verbracht habe und erstmal eine Pause davon brauche. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr immer so tragt, wenn ihr Homeschooling und Homeoffice habt. Irgendwie ziehe ich immer irgendwas total Gemütliches an, aber ich versuche mich halt auch fertig zu machen, dass ich halt nicht komplett mich unwohl fühle, sondern ich fühle mich schon wohl. Ja, mir ist heute irgendwie so kalt. Deswegen habe ich immer meinen wärmsten Pulli an, weil mir so kalt ist heute. Und obwohl es so kalt war, ist Bewegung immer wichtig. Und deswegen versuche ich mich jeden Tag ein bisschen zu bewegen. Und vor allem, nachdem ich so lange gesessen habe, im Homeschooling, ist es sehr wichtig, mal rauszugehen, sich mal zu bewegen. Sieht aber irgendwie nicht so lecker aus. Sieht so kaputt aus. Nach dem Essen mache ich immer irgendwas. Es variiert eigentlich von Tag zu Tag. An dem Tag habe ich mal gelesen. Lesen ist eine Sache, die mir sehr viel Spaß macht und mir auch sehr wichtig ist. Und ich weiß auch, dass einigen von euch Lesen sehr wichtig ist, beziehungsweise auch viel Spaß macht. Und falls euch das ganze Thema interessiert, könnt ihr sehr gerne mal bei meinen Buchvideos vorbeikommen. Ich habe dazu eine ganze Playlist und ich habe sehr, sehr viele Lese- und Buchempfehlungen für euch. Und da muss ich natürlich auch wie jeden Morgen und Abend ein bisschen mein Vision Board bewundern und mich darüber freuen. Okay, ich habe mich gerade so ein bisschen bewegt und irgendwie ist mir jetzt mega warm. Deswegen werde ich mich jetzt schon mal umziehen, weil es einfach so warm ist. Und dann gibt es auch schon Abendessen. Die Leberwurst, die ihr seht, ist natürlich eine vegane Leberwurst, also keine Sorge. Und wenn ich mich im Bad fertig gemacht habe, gehe ich wieder in mein Zimmer und fange an, mein Zimmer ein bisschen aufzuräumen und vor allem halt auch die Sachen für morgen vorzubereiten, wie zum Beispiel meine Schultasche. Es ist vielleicht ein bisschen unnötig, wenn man Homeschooling hat und zu Hause alles macht, aber ich glaube, es kann trotzdem cool sein, sich vorzubereiten auf den nächsten Tag und dann auch zum Beispiel alle Sachen bereitzulegen auf den Schreibtisch oder schon seine Anziehsachen für den nächsten Tag rauszulegen und so weiter. Also einfach das rauszulegen und vorzubereiten, womit ihr euch wohlfühlt. Und falls ihr meinen Kanal schon ein bisschen länger kennt oder auch nur ein bisschen kennt, eigentlich sage ich das ziemlich oft, aber meine kleine Geheimmethode, um mein Zimmer immer sauber zu haben, ist, dass ich jeden Morgen und Abend 5 Minuten aufräume. Also ich räume jeden Morgen und Abend so ein bisschen auf und deswegen muss ich nie wirklich viel aufräumen, weil ich halt immer so ein bisschen mache. Dann wird mein so schön gemachtes Bett leider wieder zerstört abends. Dann ist es mittlerweile so 21 Uhr. Ich gehe meistens um 21 Uhr ins Bett und mache mich dann natürlich fertig, ziehe mich um, mache das Licht aus und fange dann an, Tagebuch zu schreiben. Für mich persönlich ist es sehr wichtig, meinen Tag zu reflektieren und so zumindest meine Highlights aufzuschreiben. Ich mache das super gerne und es bringt so viele Vorteile mit sich. Deswegen schreibe ich jeden Abend mindestens so ein paar Sätze über meinen Tag, um den Tag ganz zu wissen und zu reflektieren. Was ich auch noch sehr gerne mache, ist dann natürlich meine Ziele für morgen aufzuschreiben und den Tag dann auch für morgen zu planen. Ich mache Time-Blocking, wie ihr hier sehen könnt. Das heißt, ich blocke meinen Tag aus und trage meine Termine, meine Fächer richtig ein, wie einen Stundenplan. Und es hilft mir einfach sehr, meinen Tag gut zu planen und mich gut vorzubereiten.
Und dann werden noch die Wecker für morgen gestellt. Und das war so eigentlich schon mit den besonderen Dingen, die ich abends mache. Also mehr mache ich eigentlich gar nicht wirklich. Und falls dich jetzt an meine Morgenroutine Homeschooling interessiert, kannst du sehr gerne mal hier klicken, denn das habe ich auch nochmal für dich gefilmt. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und wir uns dann nächsten Sonntag oder Donnerstag hier wiedersehen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und dann bis irgendwann hoffentlich. Tschüss.